Heute gibt es Panna Cotta Pfirsichkuchen. Ein kleiner Zungenbrecher, aber zuerst zeige ich euch mal den Blick aus meinem Fenster. So sieht das Wetter bei mir seit Tagen aus. Trüb, neblig, dunkel. Das zeige ich euch, damit ihr wisst, die folgenden Aufnahmen sind alle bei Kunstlicht entstanden. Ich habe noch eine extra Lampe dazugestellt. In meiner Küche ist nur ein sehr kleines Fenster und das geht auch noch auf einen überdachten Balkon hinaus. Ja, also sehr, sehr schlechte Lichtverhältnisse, um so einen Film zu machen. Aber ich denke, es geht ganz gut. Wir brauchen Weizenmehl, dann habe ich hier Joghurt, 3,5% Fett, Walnussöl, Birkenzucker, Haarmilch, auch 3,5% Fett, Pfirsiche, Pfirsichhälften aus der Dose, Kakao, den ganz normalen Backkakao, dann 2 Becher Schlagsahne. Und dann habe ich hier Vanilleextrakt aus der Tube, Backpulver und Gelatine. Ich habe neulich Versuche gemacht mit Agar-Agar, also wenn ihr das vegetarisch zubereiten wollt. Bei mir hat das nicht so funktioniert. Die Menge war sicherlich verkehrt. Ich wollte Weingummis machen, aber das war ein Gefühl, als ob ich in einen Flummi beißen würde. So, dann hier ein Backblech, ein schön hohes Backblech. Das hat die Hälfte der Größe eines normalen Backbleches. Und wir legen los. 130 Gramm Mehl habe ich da eine Schüssel gegeben, halbes Päckchen Backpulver und 40 Gramm von dem Birkenzucker. Dann kommen 20 Gramm Walnussöl dazu und 120 Gramm Joghurt. Das Ganze dann wie gehabt mit Knethaken bearbeiten. Und als ich dann damit fertig war, kam mir die Menge etwas wenig vor. Ich habe dann alles verdoppelt. Also nochmal Mehl, nochmal Backpulver, nochmal Öl, Zucker und Joghurt, das Ganze nochmal durchgerührt, durchgeknetet und dann das Backblech schön mit Margarine ausstreichen. Dann kann man den Teig draufgeben. Er ist von der Beschaffenheit ja nicht ganz ein Rührteig, aber man kann ihn noch gut in die Ecken und auf dem ganzen Blech ausstreichen. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, und kam dann für eine halbe Stunde bei 180 Grad Umluft in den Ofen. So kam es raus. Ihr seht, da wo er dann beim Backen ab und zu mal Blasen bildet, ein bisschen hoch geht, habe ich dann jeweils reingestochen und das war dann das Ergebnis. Jetzt 3 Pfirsichhälften. Ich habe später noch eine dazugegeben, im Mixer pürieren. Und das Ganze war mir dann ein bisschen zu flüssig. Dann bin ich auf Folgendes gekommen. Habe etwas von dem Dosenpfirsichwasser abgegossen und von einem Vanillepuddingpäckchen einen großzügigen Esslöffel da reingegeben. Das Ganze nochmal miteinander verrührt und jetzt die pürierten Pfirsiche aufgekocht. Ja, und dann das Puddingpulver untergerührt, das Ganze nochmal aufkochen lassen. Also ähnlich genau, wie ihr einen Pudding auch bearbeiten würdet. Ja, natürlich nicht so fest werden lassen, sondern noch in gießfähigem Zustand dann auf dem schon leicht ausgekühlten Teig, Kuchenteig, auf dem Boden verteilen. Auch das ließ sich mit einem Löffel hervorragend in alle Ecken streichen. Und dann widmen wir uns der Panna Cotta, 6 Blatt Gelatine. Die gebe ich hier klassischerweise in kaltes Wasser. 100 Milliliter Milch kommen jetzt in einen Topf und dann beide Becher Sahne. So, Nummer 2. 30 Gramm Zucker. Wenn ihr es süßer haben möchtet, könnt ihr da noch mehr nehmen. Und jetzt aus dieser Vanilleextrakt-Tube einen Teelöffel. Da heißt es, der entspricht in etwa dem Mark einer ausgekratzten Vanilleschote. Da ist die Konsistenz ähnlich wie Honig und das löst sich auch ganz gut in der heißen Flüssigkeit, die hier bereits hochkocht. Ja, also vom Herd nehmen. Dann habe ich sie ein, zwei Minuten etwas abkühlen lassen, die Gelatineblätter ausgedrückt und das war eine glibberig-klebrige Angelegenheit dann reingegeben. Die löst sich ja extrem schnell auf und das Ganze habe ich dann tatsächlich eine Stunde stehen lassen und abgewartet. Aber es war immer noch sehr flüssig. Ich habe es dann riskiert, drüber zu gießen, denn meine Befürchtung war ursprünglich, wenn ich es zu flüssig rüber gieße und dort, wo nicht überall die Pfirsichmasse an den Rand gekommen ist oder vielleicht in der Mitte zu dünn ist, dass da die Panna Cotta Masse in den Teig sickert, ja, und oben einfach dann von der Oberfläche verschwindet.
Ganz unbegründet war diese Befürchtung nicht, wie ihr gleich sehen werdet. Aber letztendlich war es dann doch ganz gut so, denn in der Fläche, ja, hier seht ihr, da steigen an dieser Stelle doch ein paar Blasen auf, hat man aber kaum gemerkt oder eigentlich gar nicht, dass da was verloren gegangen ist. Wie gesagt, in der Fläche hat das Ganze dann sehr viel schneller abgebunden. Trotzdem habe ich es zum Auskühlen hier auf den Balkon gestellt, da seht ihr mein kleines Küchenfenster. Ja, und hier passt die Balkoneule gut darauf auf, dass der Panna Cotta Masse und dem Kuchen nichts passiert. Einen Tag später und nach einer Nacht im Kühlschrank sieht das Ganze so aus. Eine schöne Oberfläche, die jetzt mit Kakao bestäubt werden kann. Ich habe da hier so einen Kuchenretter mit einem schönen Muster draufgelegt und dann einfach abgestäubt. Et voilà, das sieht toll aus, das kann sich sehen lassen. Nochmal ein Schwenk mit der Kamera. Und das Ganze dann hier nochmal auf dem Tisch präsentiert. Es hat sich sehr gut schneiden lassen. Auch die einzelnen Stücke konnte man prima abheben, auch am Rand. Ihr seht die Schichten sehr schön ausgebildet. Panna Cotta, dann Pfirsich und die Pfirsichmasse und der Teig unten. Dann ist mir eingefallen, man hätte das tatsächlich auch so machen können. Schon etwas Kakao in den Teig, dass er schön schokoladig wird. Ja, anstatt Pfirsiche, Kirschen pürieren und ähnlich bearbeiten, die Panna Cotta natürlich auch oben drauf und dann grobe Raspelschokolade ganz oben als Topping sozusagen, und dann hätte man eine, ja, interessante Variante eines Schwarzwälder Kirschkuchens produziert. So, das erste Stück ist übrigens gleich mal auf die Panna Cotta Seite geklatscht und war natürlich als Fotoschönheit nicht mehr zu gebrauchen. Ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten, denn es war natürlich genauso lecker, auch mit der Unterseite nach oben. Das war aber noch nicht alles, was dieser Tage so hinuntergefallen ist. Ihr erinnert euch an die Balkoneule, die hier auf den Kuchen aufgepasst hat. Das war leider ihr letzter Job, denn zwei Tage später hatte ich einen heftigen, sehr heftigen Schneeregensturm, ja, der mir sogar im oberen Stockwerk und auf den überdachten Balkon noch einiges an Schnee geweht hat. Leider hat es auch die Eule umgeweht und so war das ihr Ende. Sie musste dran glauben. Im Endeffekt, ja, das traurige Ende einer zum Schluss sogar Schneeeule. Ja, und dieser Vorfall hat sogar international Betroffenheit ausgelöst. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch natürlich wie immer beim Nachzubereiten viel Vergnügen und beim anschließenden Genießen Bon Appetit!